Oi, da ist es geil. Yes, das. Ja, ist schwierig. Also ich kann nur sagen an alle Motorradfahrer oder die, was vielleicht da mal einen Shot davon möchten. Jo Leute, willkommen zu dem Video. Wie ihr vielleicht an der Umgebung schon seht, wir sind nicht in Deutschland unterwegs. Wir sind in Italien. Ja, das Wetter ist jetzt vielleicht nicht so passend und da müssen wir mal schauen, was wir denn heute alles vorhaben. Wir haben gestern noch gekommen, wir haben in einer Chalet übernachtet. Wir haben zu dritt Maxel, Tommy und ich haben mit dabei, wie heute bei Italien, wenn wir unterwegs sind. Genau, Chalet haben wir übernachtet, war recht billig und das sehr groß. Heute geht es wieder weiter. Wenn das Wetter schöner gewesen war, hätten wir wahrscheinlich einen ganzen Tag was zum Fahren gehabt, aber durch das Wetter schauen wir einfach einmal, was wir heute alles fahren und wie lange wir da nicht irgendwie schon eher zur Naxenübernachtung fahren. Die Naxenübernachtung ist im Übrigen auch eben. Wir fahren jetzt mal weiter zu einer Passstraße, wo ein bisschen Schotter mit dabei ist. Der Tommy ist mit der Supermoto dabei. Das wird jetzt auch interessant, da schauen wir einfach einmal. Das, was mir am allermeisten stört, ist, die ganze Woche bist du arbeiten, schönes Wetter, am Wochenende, du fährst da irgendwie runter, du möchtest daheim fahren, Regen. Kusse kann ausdenken, ey. Hallo there. Ja, es ist, wenn die Straßen wenigstens trocken wären oder wenn es nicht regnet hat. Und übrigens, wir sind jetzt schon auf der Panoramastraße, auf dem Pass. Da darf halt auch demnächst irgendwann einmal, heppala, hinterrauf mich schon kommen. Da darf halt auch demnächst irgendwann einmal ein Schotter mit dir zu kommen. Solche Strecken, solche Wege, das vermisse ich halt schon bei uns. Geil. Und vor allem ist jetzt noch keiner unterwegs. Ja, hat vielleicht auch wieder einen Vorteil, wenn es schlecht Wetter ist, dass man dann gefühlt, Alter. Dass wir dann gefühlt die einzigsten da haben. Geil. Richtig geil, geil, geil. Oh nein, Alter, kein Nebel, ne. Alter, das schaut schon fast ein bisschen unwirklich aus. Geil, geil, geil. Und der Schotterpart beginnt. Also Schotter daheim, geil. Möchte ja viel öfters fahren. Aber wir haben daheim ja nie eine Möglichkeit. Alter, ist das geil. Ein Träumchen. Ja, trotzdem ein bisschen Piano. Bodenwelle. Alter. Ah, die anderen kennen schon. Ja, da sieht man es eh ganz gut. Der Kamm da oben mit den Straßen, da das fahren wir jetzt noch alles. Ab der Hälfte, glaube ich, wird das Asphalt. Dann geht es wieder oben. Oben machen wir ein kleines Päuschen. Vielleicht schauen wir mal, was wir dann machen. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen. Schaut ein bisschen aus wie im Dschungel da herum, wenn es regnet. Also ich kann nur sagen an alle Motorradfahrer oder die, was vielleicht da mal Schotter fahren möchten, Italien, Südtirol, irgendwie die Ecke, schaut euch einmal im Internet um, was da alles gibt. Es ist, Alter, also Italien habe ich schon total unterschätzt. Schaut euch das einmal an, saugeil. Weg, ein Murmeltier. Eine Minute, 37 Sekunden später. Müsst ihr mal kurz schauen, ob das da sogar nicht da ist, der höchste Punkt. Bisschen weiter führen müssen wir noch. Und wieder Asphalt. Wir sind auf Asphalt again. Habe ich schon mal erwähnt, dass es hier richtig oben richtig geil ist? Ich denke ja schon. Oh, Alter, schaut euch mal den Nebel da oben. Oh ja. Alter, was für eine Aussicht. Ey. Wir sind da. So Leute, jetzt haben wir eine kleine Pause gemacht. Jetzt fahren wir zu einem anderen Pass hier, der auch Schotter ist. Dann schauen wir uns den einmal an, ob der überhaupt offen ist, ob wir den fahren kann. Und dann müssen wir schauen aufs Wetter, wie gut das da noch ist. Genau. Später. So Freunde, Schottern, zweiter Teil. Ein Einstieg zu der Strecke haben wir erstaunlicherweise recht schnell und gut gefunden gehabt. Uiuiui, geil. 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 Alter, richtig. Alter, das ist. Aber trotzdem mal aufpassen. Nicht, dass der irgendwie Gegenverkehr oder so kommt.
Ja, Hauptweg. Weil zu der Strecke gibt es nämlich Kornavi mehr. Das heißt, da müssen wir uns selber ein bisschen durchschauen, wo das da hingeht. Müssen wir doch einmal kurz schauen, wenn ich da Internet habe. Nein, ich habe kein Internet. So Leute, unten am Anfang von der Straße steht zwar ein Fahrverbotsschild. Wir haben aber jetzt nur mal geschaut gehabt, ich habe da kein Internet gehabt, bin ich bis zum nächsten Dörfer gefahren. Und da haben wir dann mal geschaut gehabt, dass die Strecken da, was wir jetzt aufgefahren, dass die formal für den Verkehr gesperrt ist, aber dass da anscheinend relativ selten was gesagt wird. Deswegen fahren wir da jetzt einfach mal auf hier und lassen uns mal überraschen. Und hoffentlich fühlt sich da jetzt keiner gestört, dass wir da einfach das Verbotsschild überfahren haben. Also, da war ja keins. Und dann schauen wir einfach einmal, wo uns der Weg hinführt, weil den habe ich nämlich im Internet gefunden gehabt, aber wie ich es in den letzten Videos auch schon mal gesagt habe, am Internet sollte man jetzt vielleicht nie unbedingt vertrauen, aber sonst haben wir auch keine andere Möglichkeit gehabt, wie wir da jetzt aufkämmern. Schauen wir einfach einmal. Und genau deswegen fahre ich ein Enduro. Richtig geil. Aber die Möglichkeiten sind halt sehr, sehr, sehr begrenzt bei uns. Aber solange es noch hier geht, stellt sich halt die Frage noch, wie lang. No, 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 no. Ja, ist schwierig. Ja, fahren wir auf die Alm, ha? Fahren wir da jetzt wieder zurück und dann auf die Alpe. Ja. So Leute, folgender Plan. Oben steht der Lader im Weg. Können wir jetzt auch nicht vorbei, weil er eine Baustelle ist. Und dann wissen wir aber, wie gesagt, auch nicht, was dann danach ist. Ob die irgendwie 10 Meter Straße aufgraben haben, ob wir da gar nicht weiterkommen. Oder ob das nur eine Kleinigkeit ist. Keine Ahnung. Deswegen haben wir jetzt gesagt, dass wir jetzt umdrehen. Fahren wir auf die Alm. Zweite Übernachtung. Morgen ist Sonntag, dann geht es morgen eh wieder heim. Ja, es ist mal nicht die beste Idee, was wir jetzt machen haben, Kinder. Wer davon gezaubert ist am Regen, ist jetzt auch nicht so top. Der eigentliche Plan war nämlich gewesen gehabt, dass wir jetzt die Straße aufverfahren und dann über den Berg kamen, nenne ich es einmal, mehr oder weniger auf der anderen Seite dann wieder runterfahren. War aber trotzdem cool, wie gesagt. Es konnte immer alles glatt laufen, aber übertreiben muss man es jetzt auch nicht. So Leidels, ich habe jetzt kurz den Akku getauscht. Da unten ist der Lanzenpass, den haben wir jetzt aufgefahren. Jetzt geht's Offroad weiter, haben wir schon ein paar hundert Meter aufgefahren. Und das wollte ich jetzt euch unbedingt noch zeigen, weil wo gibt's das denn bei uns? So ein Weg, legal, ist auch saugeil. Zum Schluss, unverhofft kommt oft. Nur mal so ein Weg ein. Wir sind gleich da. Oh, Grenze Italien-Österreich. Willkommen in Österreich. Leute, ich sag's euch, sowas könnte ich ewig fahren. Stundenlang. So, da ist unsere Übernachtungsmöglichkeit. Auf alle Fälle, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, Abo da lassen, Like da lassen, Glocke aktivieren. Und dann melden wir uns beim nächsten Video wieder. Also dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wir sind da. Geht schon. Es ist absoluter Traum.